gute Tim. 0:0 gegen Freiberg, torlose Partie. Also, wie zufrieden bist du insgesamt mit der Leistung deiner Mannschaft? Mit der Leistung an sich zufrieden. Ich glaube, wir haben kämpferisch einen guten Auftritt hingelegt, kommen gut ins Spiel rein, in einer sehr intensiven Anfangsphase, die uns auch viele Körner gekostet haben. Haben wir ein ordentliches Spiel gemacht, indem wir uns trotzdem nicht die ganz große Vielzahl an Chancen erarbeiten konnten. Wir hatten viele interessante, gerade Umschaltmomente dann auch, wo wir in viele 1-gegen-1-Situationen schon letztes Drittel gekommen sind. Trotzdem dann nicht zu zwingenden Torabschüssen. Das war in der zweiten Halbzeit etwas besser, wo wir die gute Chance vom Giat haben. Wir haben den Elfmeter durch den Kass. Leider Gottes war da das nötige Glück dann nicht auf unserer Seite. Ja, ein Punkt also, wie gesagt, gegen einen in der Tabelle ziemlich weit oben positionierten Gegner. Bist du froh, in Freiberg gepunktet zu haben oder hätte schon die volle Ausbeute sein sollen? Nee, also aktuell ist es so, vor allem wenn man auf die Tabelle kommt, nur mit Punkten kommt man dann auch nicht voran. Wir müssen schon, haben wir auch das Ziel, dort die volle Punkte Ausbeute mitzunehmen. Trotzdem muss man es auch realistisch sehen. Es ist jetzt nicht so, dass wir in unserer aktuellen Phase nach Freiberg fahren und sagen, ja, die machen wir jetzt definitiv weg und da muss jetzt ein Dreier her. So, wenn man sich den Spielverlauf anschaut und du natürlich das quasi durch einen Elfmeter auf dem Fuß hast und dann hast du nochmal die letzten 10 Minuten knapp in Überzahl, willst du natürlich mehr. Es wäre auch mehr möglich gewesen. Trotzdem müssen wir uns mit dem Punkt zufrieden geben und halt eben Stück für Stück versuchen, Schritte nach vorne zu machen. Ja, du sagst es, der Punkt hat jetzt nicht ganz gereicht, um den Abstiegsplätzen fern zu bleiben. Inwiefern beeinflusst das jetzt nochmal die Spielweise, vielleicht gerade auch mit Hinblick auf das Spiel am kommenden Samstag gegen Homburg? Ja, also wir sind jetzt schon in die Rückrunde reingegangen und wussten, dass gerade bei den ganzen Teams, die sich da drin befinden, dass uns ein ganz, ganz harter Weg bevorsteht bis zum Ende, sich das noch ganz eng beieinander sicherlich bleiben wird. Natürlich wird es sich irgendwann ein Stück weit entfernen, aber ich glaube, wir und auch viele andere Teams werden fast mehr oder weniger bis zum letzten Spieltag dort umbiegen und brechen versuchen müssen, jeden Punkt irgendwie mitzunehmen. Und ich glaube, dass der Punkt gegen Freiberg, auch wenn er für einen Moment uns auf dem Abstiegsplatz katapultiert hat, auch für uns trotzdem im Nachgang noch Gold wert sein kann. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir sind nur mit Unentschieden zufrieden. Trotzdem nehmen wir den trotzdem mit und versuchen Stück für Stück dann eben Erfolge dann einzufahren. Tim, vielen Dank dir für die Analyse und viel Erfolg für Samstag. Gute Justin, Glückwunsch zu Null. Für dich als Torwart, ein gelungener Arbeitstag? Ja, also kann man schon so sagen. Also wenn man als Torwart zu Null spielt, ist auf jeden Fall immer ein bisschen so eine Genugtuung, na klar. Also da kann man auch also defensiv eigentlich sehr zufrieden sein. Ich sage jetzt mal im Großen und Ganzen, hinten haben wir das solide gemacht. Natürlich ist es auch eine Mannschaftsleistung, wo man halt auch in Lobach sprechen muss. Wir haben sehr, sehr kämpferisch agiert, über 90 Minuten, was natürlich eine Verbesserung war gegen Waldorf. Und ja, also mit dem Ball hätten wir vielleicht ein bisschen mehr daraus machen können, aber ich sage mal, wir müssen das jetzt mal Step für Step nehmen. Und dann ist halt, dass man hinten mal die Null hält, natürlich auch ein gutes Zeichen. Ja, aufgrund den Siegen von Hessen-Kassel und allen seid ihr auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Wie muss man jetzt damit umgehen und wie darauf reagieren? Vielleicht direkt die Anschlussfrage, inwiefern spielt der Druck eine Rolle? Ja, wie man sieht in der Tabelle, ist in der Liga alles sehr, sehr eng. Ich glaube, wenn du ein Spiel gewinnst, bist du plötzlich auf dem 9. Platz. Und jetzt haben wir einmal nicht gewonnen, haben ein Unentschieden gespielt, sind plötzlich auf den Abstiegsplatz abgerutscht. Ja, Druck ist auf jeden Fall ein bisschen da, aber es ist jetzt nicht so, dass wir in einer Situation sind, wo du jedes Spiel gewinnen musst, dass du irgendwie da oben rauskommst, dass du unten rauskommst. Also wenn du 2 Spiele gewinnst, sieht die Welt wieder anders aus. Ist natürlich leichter gesagt als getan, musst du erstmal dahin kommen. Aber ich glaube, wir als Mannschaft sind uns da der Situation eigentlich sehr gut bewusst. Und ich denke, dass wir das auch annehmen und auch mit diesem sozusagen dem Druck umgehen können. Ja, am Samstag gilt es schon damit umzugehen, da geht es nämlich zu Hause gegen den FC Homburg. Das ist übrigens das Team mit den zweitmeisten Tonnen in der Liga. Wird diesmal wieder die Null hinten stehen können? Ja, natürlich hoffe ich drauf. Ich sage, wenn man Null hinten hat, hat man mindestens schon einen Punkt, wenn man kein Tor schießt. Und natürlich ist das Ziel. Also als Torhüter gehst du eigentlich in jedes Spiel mit der Erwartung Erwartung, dass du die Null hältst. Das ist natürlich der Optimalfall. Und ich glaube, auch im Hinspiel gegen sie haben wir eigentlich wenig zugelassen, hauptsächlich. Und ich glaube auch, dass wir jetzt da heute zum Samstag auch hier wieder zu Hause auf jeden Fall was mitnehmen können. Dann viel Erfolg dabei und danke dir für das Gespräch. Gute Gio, 0:0 gegen Freiberg in Freiberg. Das 8. Unentschieden also in dieser Saison. Zufrieden mit der Punkteteilung? Zufrieden nicht. Man will immer gewinnen. Aber war okay. Also von der Leistung her, von der Teamleistung, wir steigern uns immer Step by Step und schauen auf die nächsten Spiele einfach. Jetzt muss man ja dazu sagen, wurde ein Tor wegen eines voreiligen Elfmeterpfiffs nicht gegeben und der resultierende Elfmeter sogar verschossen. Wie frustrierend ist sowas als Spieler? Sehr natürlich, weil es
wahrscheinlich das Ergebnis geändert hätte oder den Spielverlauf. Aber wenn der Schiri halt mal so entscheidet, dann kann man nichts mehr machen. Ist entschieden und müssen halt damit leben. Ja, apropos Schiedsrichterentscheidungen. Im Spiel hast du deine 5. gelbe Karte bekommen. Wie sehr ärgert es dich, mitten im Abstiegskampf eine Woche aussetzen zu müssen? Sehr, dass ich halt für das Team nicht da sein kann und denen helfen kann. Aber ich glaube, früher oder später wäre es irgendwann passiert, weil es ist halt nur mal eine gelbe Karte und dann wäre ich halt gesperrt. Und in die Situation, denke ich, musste ich ihn packen, sonst wäre ich vielleicht in den Konter gelaufen. Und deswegen ist es jetzt blöd, aber ich denke mal, danach werde ich dann da sein für die Mannschaft. Vielen Dank, Dio.